Erst der Schock, dann Bronze im Siebenkampf. Caroline Schäfer hat trotz eines Autounfalls ihrer Teamkolleginnen bei der EM in Berlin eine Medaille gewonnen und der deutschen Mannschaft das 10. Edelmetall beschert. Dabei waren die Voraussetzungen äußerst ungünstig. Schäfers MitstreiterInnen Luisa Grauvogel und Mareike Arndt waren vor dem abschließenden 800-m-Lauf in einen Unfall verwickelt und konnten nicht starten. Eine nervenstarke Schäfer verteidigte dennoch im 800-m-Lauf ihren dritten Platz und sicherte sich mit 6.602 Punkten nach Silber bei der WM 2017 in London erneut eine Medaille bei einer großen Meisterschaft. Für die deutschen Mehrkämpfer war es bei der Heim-EM in Berlin nach Gold durch Arthur Abele Ulm im Zehnkampf die zweite Medaille. Der Medaillenspiegel der EM, nach dem Rennen, widmete Schäfer die Bronzemedaille ihren Kolleginnen. Der Vorfall hat mich tief getroffen. Ich habe für sie beide das Kämpferherz ausgepackt, sagte sie nach ihrem Coup. Sie schicke viele Genesungswünsche an Grauvogel und Arndt. Schäfer, ein unvorstellbarer Traum. Schäfer gab zu, sich mit der Bronzemedaille einen unvorstellbaren Traum erfüllt zu haben. Die Erlebnisse um ihre Kolleginnen hätten sie natürlich mitgenommen. Deshalb sei sie wegen ihres Triumphs wahnsinnig zufrieden. Die Goldmedaille holte sich Olympiasiegerin und Weltmeisterin Nafisa Tutiam. Die Belgierin erzielte mit 6.816 eine Weltjahresbestleistung. Silber ging an die Britin Katharina Johnson-Thompson mit persönlicher Bestleistung, 6.759. Die 21 Jahre alte Grauvogel, Saarbrücken, und ihre 5 Jahre ältere Teamkollegin Arndt, Leverkusen, befanden nach der Morgensession auf dem Weg vom Olympiastadion ins Hotel, als sich der Unfall ereignete. Die beiden Athletinnen wurden im Anschluss zur Beobachtung in eine Berliner Klinik gebracht. Grauvogel konnte das Krankenhaus am frühen Abend wieder verlassen. Der Zeitplan der EM, Gonchinska, keine schwerwiegenden Verletzungen, nach Aussage des DLV-Ärzteteams liegen im Ergebnis der medizinischen Untersuchungen keine schwerwiegenden und nachhaltigen Verletzungen vor, sagte Idris Gonchinska, leitender Direktor Sport beim Deutschen Leichtathletikverband DLV, und sorgte früh für Entwarnung. Das Wichtigste ist jetzt, dass sie bald wieder gesund werden. Für Schäfer war Bronze beim Saisonhöhepunkt ein gutes Ergebnis, nachdem in diesem Jahr nicht alles nach Plan gelaufen war. Beim Mehrkampf im Mai in Götzis hatte sie im Kugelstoßen keinen gültigen Versuch, obwohl die eigentlich als gute Kugelstoßerin gilt. In Berlin zeigte sie keine Schwächen und stieß 14,12 Meter. Die 21 Jahre alte Grauvogel zeigte bei ihrer EM-Premiere einen guten Wettkampf und lag nach 6 Disziplinen auf dem 7. Rang. Arndt war 12. Bereits vor 3 Wochen hatte ein weiterer Autounfall die deutschen Leichtathleten in Atem gehalten. Auf dem Weg ins aktuelle Sportstudio war die ehemalige Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz ebenfalls in einen Unfall verwickelt und wurde dabei leicht verletzt. Punkt. Sie konnte dennoch bei der EM starten und holte Silber.